Hallo miteinander. Heute werde ich mit euch die drei wichtigsten Supplemente rund um Trainingseinheiten besprechen. Wie ihr alle wisst, gibt es mittlerweile Supplemente wie Sand am Meer. Jeder Hersteller hat seine eigenen Produkte, die das Training effektiver gestalten sollen und die Ergebnisse verbessern können. Dabei handelt es sich meistens um Pre-Workout-Booster, PAP-Supplemente, Aminosäuren, Proteine und so weiter. Viele dieser Produkte mögen zwar ihre Daseinsberechtigung haben und einen gewissen Nutzen mit sich bringen, was aber bleibt, ist die Frage, welche Supplemente wirklich notwendig sind und welche nur einen Zusatz darstellen. In diesem Video werden Nahrungsergänzungsmittel beschrieben, auf die eigentlich kein Fitnessathlet verzichten sollte. Beginnen wir im Bereich der Pre-Workout-Zufuhr. Hier ist die BCA definitiv ihr Geld wert. Denn bei den BCA handelt es sich um drei essentielle Aminosäuren, Leucin, Isoleucin und Valin. Diese drei Aminosäuren werden nach der Aufnahme im Darm, anders als die meisten anderen Aminosäuren, an der Leber vorbeigeschleust und direkt zu den Muskeln transportiert. Das alleine zeigt schon, wie wichtig sie für den Muskelaufbau sind. Denn die BCA sind die Aminosäuren, die in unseren Muskeln am meisten in den Strukturproteinen vorkommen und dazu noch den Proteinaufbau stimulieren. Eine BCA-Zufuhr macht demnach Sinn, um den Proteinaufbau zu unterstützen und die belastungsbedingten BCA-Verluste durch entsprechende Aminosäurenoxidationen auszugleichen bzw. vorzubeugen. Das nächste wichtige Nahrungsergänzungsmittel ist meiner Meinung nach das Whey-Protein. Darüber muss eigentlich nicht viel diskutiert werden, denn Whey ist das Protein mit der höchsten biologischen Wertigkeit als Einzelprotein. Das liegt auch daran, dass Whey-Proteine einen hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren enthalten und diese wiederum einen hohen Anteil an BCAAs besitzen. Außerdem ist das Whey-Protein für die meisten sehr gut verträglich und leicht verdaulich. Deswegen ergibt sich daraus ein rein praktischer Effekt, wie zum Beispiel nach einem harten Training, da arbeitet der Magen-Darm-Trakt noch nicht richtig und es bietet sich alles an, was leicht verdaulich ist, wie zum Beispiel ein Whey-Protein-Shake. Als nächstes kommt der Klassiker, auf den man besser nicht verzichten sollte, es handelt sich um Kreatin. Kreatin ist eins der wenigen Supplements, welche wirklich wissenschaftlich untersucht wurden und auch eine entsprechende Wirkung gezeigt haben. Denn die Einnahme von Kreatin mit einer Kombination mit einem entsprechenden Trainingsprogramm kann zu einer besseren Leistungsfähigkeit und einem verstärkten Aufbau fettfreier Muskelmasse führen. Das ist aber auch nicht verwunderlich, wenn man sich die Funktion von Kreatin in unserem Körper anschaut. Denn bei Kreatin handelt es sich um einen Phosphatspender. Diesen brauchen wir, um bestimmte Funktionen im Körper durchführen zu können. Es findet eine Umwandlung statt im Körper. Diese werde ich euch ersparen und auch mir, wodurch wir mehr Kraft aufbringen können. Das Ganze führt zu einer höheren Leistungsfähigkeit und zu neuen Trainingsreizen. Also genau das, was wir uns wünschen. Doch damit ist nicht genug, denn Kreatin kann noch mehr. Es kann einen direkten Einfluss auf den insulinähnlichen Wachstumsfaktor ausüben und dieser wirkt sich anabol auf unser Muskelgewebe aus und kann uns somit letztendlich helfen, mehr Muskelmasse infolge eines progressiven Trainings aufzubauen. Weiterhin kann Kreatin als Myostatinblocker fungieren. Myostatin ist ein Protein, welches im menschlichen Körper gebildet wird und dem Muskelwachstum entgegenwirkt. So versucht unser Körper, uns davor zu schützen, ein Übermaß an Muskelmasse aufzubauen. Das wollen wir Fitnessathleten nicht und Kreatin kann hier also möglicherweise ein wenig nachhelfen und dem Ganzen entgegenwirken. Also nochmal zusammenfassend, welche Nahrungsergänzungsmittel würde ich empfehlen? Zum einen ist es Whey-Protein, BCAAs und Kreatin. Hiermit möchte ich mich von euch verabschieden. Ich würde mich über ein Abonnement freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.